Lisa Badum von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pause ist jetzt vorbei. Wir sprechen über ein wichtiges Thema. Ich möchte Sie einfach ein bisschen mit reinholen mit diesem Alltagserlebnis. Sie kennen das vielleicht, man trifft sich am Wertstoffhof, hat mühsam Dosen und Flaschen zusammengesammelt und unterhält sich. Und am Ende von diesem Dialog steht dann meistens doch irgendwie der Satz, diese ganze Mülltrennung bringt doch gar nichts. Am Ende wird sowieso alles zusammengeworfen und verbrannt. Klar ist, so pauschal stimmt es natürlich nicht. Deutschland hat ein gutes System, gerade mit der gelben Tonne, deren Inhalt weiterverwendet wird. Na, da geht es um Getränkekartons, Weißblech, auch Plastikflaschen. Aber leider landet fast unser gesamter Restmüll, über 13 Millionen Tonnen, in der Müllverbrennung. Damit gehen wertvolle Stoffe wie Kupfer, Altglas, Plastik verloren. Und das ist doppelt schwierig, weil zum einen ist es ein höherer CO2-Ausstoß, den wir produzieren, und zum anderen heizen wir eben auch Rohstoffe durch den Schornstein hinaus, und das in Zeiten einer weltweiten Rohstoffknappheit. Das gesagt, mir ist selbstverständlich bewusst, dass wir heute nicht über eine Gesamtstrategie für Kreislaufwirtschaft beraten. Aber wir müssen uns schon fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob wir die Müllverbrennung weiter subventionieren wollen. Ich meine, nein. In den vergangenen Jahren haben die Müllverbrenner rund 1 Milliarde Euro gespart, weil sie nicht, wie es eigentlich sinnvoll gewesen wäre, von Anfang an in den CO2-Preis mit einbezogen wurden. Währenddessen haben alle anderen ja das Geld für die CO2-Zertifikate bezahlt, Industrie, MieterInnen, AutofahrerInnen und die Müllverbrenner aber nicht. Und das ist wirklich nicht fair, denn das Molekül CO2 ist ja nicht weniger schädlich, weil es aus dem Müllverbrenner statt aus dem Auspuff kommt. Deswegen müssen wir das ändern. Und wir rechnen bei einer Einführung, also bei einer Einbeziehung der Müllverbrennung in den CO2-Preis allein 2023 mit zusätzlichen 700 Millionen Euro Einnahmen im Klima- und Transformationsfonds. Das ist Geld, was wir an die Bürgerinnen und Bürger wieder zurückgeben können, zum Beispiel über das Klimageld. Und jetzt sagen die einen oder anderen, können die Müllverbrenner das denn überhaupt zahlen? Da muss ich ehrlich sagen, wer die Energiepreise verfolgt hat, da gibt es sehr, sehr große Mehreinnahmen für Wärme und Strom. Ja, das sind 460% Mehreinnahmen in diesem Jahr, während sich die Kosten für die Müllverbrennung aber nicht verändert haben. Deswegen warne ich wirklich davor, jegliche politikgestaltende Instrumente, ja, Preisinstrumente der Klimapolitik jetzt irgendwie verschieben zu wollen aufgrund der hohen fossilen Preise. Wir berauben uns Mittel im Haushalt. Und wir werfen wirklich zwei Dinge in einen Topf. Wir vergleichen Äpfel mit Birnen. Ein langfristiges Instrument wie den CO2-Preis zur Transformation vergleichen mit kurzfristigen, schockartigen Preissteigerungen, die wir haben im fossilen Bereich. Das ist absolut falsch. Wer jetzt wieder die alte Diskussion aufmacht und versucht, Klimaschutz gegen soziale Gerechtigkeit auszuspielen, dem muss ich sagen, dann sagen Sie doch jetzt gleich deutlich, dass Sie uns direkt in die nächste Energiekrise reinmanövrieren wollen, wo wir in ein paar Jahren wieder unsere fossilen Abhängigkeiten und unsere mangelnde Effizienz beklagen. Der muss dann auch ehrlich sagen, dass er weiter die Transformation blockieren will, gerade für die Menschen, die jetzt eben in den schlecht sanierten Häusern sitzen. Warum sitzen Sie in diesen schlecht sanierten Häusern? Warum leiden viele jetzt unter den hohen fossilen Preisen? Weil in der Vergangenheit die politische Mehrheit nicht mutig war für Ordnungsrecht und für preispolitische Instrumente, nämlich die Umweltfolgen, in unsere Marktwirtschaft mit reinzunehmen. Und das muss aufhören. Der Bereich Abfall hat seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Das haben wir ja auch überparteilich beschlossen im Klimaschutzgesetz. Die Klimaziele wurden ja auch noch mal erhöht. Und 21 Millionen Tonnen CO2 entstehen jährlich aus der Abfallverbrennung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an diese Emissionen müssen wir ran. Und klar ist, jede erfolgreiche Maßnahme gegen die Klimakrise ist ein Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Denn Menschen mit hohem Einkommen haben ein
größeren CO2-Fußabdruck. Und sie müssen ihren fairen Anteil jetzt beitragen. Denn ärmere Menschen sind gerade von den Verteuerungen extrem stark betroffen, unverhältnismäßig betroffen. Das sehen wir doch jetzt. Das sehen wir doch in unserer Diskussion, die wir jetzt führen. Deswegen freue ich mich auf die weiteren Beratungen und auf mehr Klimaschutz, wie wir es bald verabschieden werden. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.